Ja, guten Tag, mein Name ist Michael Schlüter. Ich bin, wie man auf der Folie sehen kann, Unternehmensberater und zwar freiberuflicher und das seit fast ununterbrochen seit 1985. Fast ununterbrochen heißt, ein Jahr lang war ich tatsächlich Angestellter, aber ansonsten die ganze Zeit Freiberufler. Und ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit Softwareentwicklung auf diversen Plattformen. Auch auf Plattformen, die heute als historisch gelten. Und da sind mir zwangsweise auch so einige Merkwürdigkeiten untergekommen. Und von denen möchte ich auch berichten. Ich erhebe jetzt nicht den Anspruch, flächendeckend alles zu erzählen, was es draußen in der freien Natur so gibt. Das wäre auch viel zu umfangreich. Aber so ein paar Sachen, die mir untergekommen sind. Vor ein paar Jahren gab es schon mal einen Vortrag hier über Gleitkomma-Arithmetik, aber die sozusagen etwas primitivere Integer-Arithmetik, die sich mit dem Rechnen mit ganzen Zahlen beschäftigt, die hat es auch so ein bisschen in sich. Und darüber möchte ich dann berichten und auch noch ein ganz kleines bisschen über Byte-Verarbeitung, aber das ist, habe ich etwas stiefmütterlich behandelt. Wir werden sehen. So, ich mache eine ganz kurze Einführung, dann einen kleinen Exkurs in die Mathematik der ganzen Zahlen und dann ganz wichtig, was von den hehren mathematischen Gesetzen auf realen Maschinen überhaupt übrig bleibt. Das ist teilweise erschreckend wenig, was übrig bleibt. Also kleiner Vorgriff, zum Beispiel die ganzen Zahlen, die natürlichen, ob mit oder ohne Null, die haben ja alle die Mächtigkeit unendlich. Es gibt unendlich viele, aber es ist noch niemandem gelungen, auf einer endlichen Maschine unendlich große Zahlen oder eine unendlich große Menge von unendlich großen Zahlen darzustellen. Das geht einfach nicht und da muss man sich dann bescheiden mit dem, was man bekommt. Ja, dann mit also die unterste Ebene, mit der wir es zu tun haben, ist die interne Darstellung in den Maschinen. Und dann kommt so eine Ebene darüber, wie ganze Zahlen in diversen Sprachen, also Kommandosprachen, Programmiersprachen, realisiert sind, wie sie da vereinbart werden und welche Besonderheiten es da gibt. Dann ganz zum Schluss noch ein bisschen Byte-Verarbeitung und dann eine ganz kleine und kurze Zusammenfassung. Ja, das hatte ich eben schon erwähnt. Wir sehen dann, was auf realen Maschinen übrig bleibt von der reinen Lehre. Byte-Verarbeitung soll in dem Sinne auch heißen Verarbeitung von Zeichen. Nicht? Also ein Byte kann ja theoretisch alles Mögliche an Informationen enthalten, aber hier soll es dann um Zeichen gehen. So, erstmal, mit welchen primitiven Zahlen haben wir es im Alltag überhaupt zu tun? Ganz primitiv natürliche Zahlen ohne gebrochenen Anteil. Da beginnt man mit 1 bei der Zählung und sie sind fortlaufend und ohne Unterbrechung. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter bis ins Unendliche hinein. Jetzt noch eine Kleinigkeit, fast schon philosophisch. Wenn wir die Ziffern 2, 1 hinschreiben, dann ist das keine natürliche Zahl. Die natürliche Zahl, die kann ja kein Mensch sehen. Das ist ein abstraktes Gebilde. Das ist nur eine Standarddarstellung dieser natürlichen Zahl, die diese bezeichnet. So, noch ein paar Beispiele für Standardbezeichnungen. Einmal natürlich in allen möglichen Sprachen kann man sie hinschreiben. Dann kann man hier das Handsymbol sehen? Ich glaube ja, ne? Gut. Dann ganz primitiv eine Strichliste. Die sieht man denn in Filmen, wo Leute im Gefängnis dann für jeden Tag einen Strich in die Wand ritzen. Ein bisschen schlauer schon so in Fünfergruppen. Das macht man denn, wenn man selber eine einigermaßen übersichtliche Strichliste führen will. Dann römische Ziffern, also 1 XXI, 20 plus 1. Dann natürlich arabische Ziffern, eventuell auch mit führenden Nullen. Die sind zwar überflüssig, aber verboten sind sie nicht. Und es gibt durchaus Beispiele, wo man zweckmäßigerweise mit führenden Nullen, damit es einfach schön eingerückt ist zum Beispiel und das Ganze einheitlich ist, wenn man einheitlich mit vier Ziffern arbeiten will.
Oder man kann auch ein Vorzeichen noch davor setzen, wenn man gerne möchte, obwohl das bei positiven Zahlen ja auch überflüssig ist. So, dann weitere Beispiele. Wir müssen nicht unbedingt zur Basis 10 arbeiten. Die kommt ja durch, ja wahrscheinlich aus biologischen Gründen, weil wir 10 Finger haben. Das wird der einzige Grund sein. Aber in der Datenverarbeitung arbeitet man auch gerne zur Basis 2, also in der Dualdarstellung. Dann wäre die 21 eine 10101. Das heißt nämlich 1 plus 0 mal 2 plus 1 mal 4, ja, plus 0 mal 8 plus 1 mal 16. Und das gibt in der Summe 21. Kürzer schreibt man es denn Oktal, was in der Unix-Welt auch gerne genommen wird. Da gruppiert man immer 3 Dualziffern zu einer Oktalziffer. Und 101 ist ja 4 plus 1 sind 5. Und diese 2 bedeutet 2 mal 8, also 16. Auch das gibt 21. Und noch kürzer ist es dann zur Basis 16. Da hat man 1 mal 16 plus 5 sind auch 21. Das aber nur für kürzere Schreibweisen, für die ausführliche Schreibweise in einzelnen Bits. Na, so, genau. Und das ist noch eine kleine Spielerei hier. Die Länge von den Ziffern ist, von dem ganzen Wort aus den Ziffern, ist ungefähr Logarithmus zur Basis 16 von der natürlichen Zahl. Hier ist es Logarithmus zur Basis 8 und hier ist es Logarithmus zur Basis 2, also LD steht für Logarithmus Dualis. Gegenbeispiel für eine Standarddarstellung wäre hier, habe ich mir ausgedacht, Rx. Das soll dann eine Geheimschrift sein. Und eine Geheimschrift ist natürlich, wie der Name schon sagt, keine Standarddarstellung. Die würde ja soll ja auch von niemandem anders sonst verstanden werden. Ja, nur zur Notation. Wie bezeichnet man so die Menge der natürlichen Zahlen? Eigentlich in Büchern schlicht mit einem fettgedruckten oder halbfettgedruckten N wie natürlich oder natural, wie der Angelsachse sagt. Wenn man verdeutlichen will, dass man nur positive Zahlen hat, also ohne die Null, kann man auch noch so ein kleines Plus unten ranhängen. Das, beim N gibt es noch 2 Varianten. Einmal, wie gesagt, wie man sie eigentlich im Buch- und Artikeldruck verwendet, nämlich einfach halb. Mit dem Mauszeiger auf dem. Ist das hilfreich, wenn ich ganz gezielt auf etwas zeigen will? Dann vielleicht schon. Ne? Genau, ich werde versuchen, also das zu unterbinden, dass ich ziellos in der Gegend rumsause. Gut. Mhm. Ja. So, wie ist es mit der Anzahl der Elemente in einer der Menge der natürlichen Zahlen? Die ist abzählbar unendlich, das heißt, man kann sie schön in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Das gilt für andere auch, aber zum Beispiel nicht für die irrationalen Zahlen, weil da so Zahlen wie E und die Kreiskonstante Pi und ähnliche, die machen einem schnell Strich durch die Rechnung. Die kann man nicht vernünftig in irgendeine Reihenfolge bringen. Die sind dann also überabzählbar. Und jetzt fahre ich doch mal hier unten. Bezeichnet wird diese Mächtigkeit mit dem griechischen Buchstaben Aleph und einem Null, was hinten daran gehängt wird. So, welche Strukturen haben wir sowohl in der Mathematik als auch auf unseren Maschinen? Wir können vergleichen. Also man kann stets 2 beliebige natürliche Zahlen x und y mit dem Operator kleiner oder gleich miteinander vergleichen. Und es gelten dann dabei die folgenden Gesetze. Das steht hier für alle x und y, die natürliche Zahlen sind, gilt also, jede Zahl x ist kleiner gleich sich selbst. Also 5 ist kleiner gleich 5. Ne? Es gibt da keine Ausnahme. Und dann die Asymmetrie, also x ist kleiner gleich y
Und wenn y kleiner gleich x ist, dann gibt es nur eine Schlussfolgerung, dann müssen die beiden gleich sein. Dann ist x gleich y. Und Transitivität, wenn x kleiner y ist und y ist kleiner als z, dann ist auch x kleiner als z. Und dann noch die Totalität, wenn es gilt entweder, es gilt x kleiner gleich y oder y kleiner gleich x oder eben beides, wenn sie gleich sind. Ne? So, nur noch ein kleines Gegenbeispiel. Also n mit dem Vergleichsoperator kleiner gleich ist dann eine totale Ordnung. Warum totale Ordnung? Es gibt auch das Gegenstück dazu, nämlich eine Halbordnung oder man sagt auch Teilordnung. Wenn man Mengen hat, zum Beispiel die Menge a gleich abc und deren Teilmengen, dann haben wir zum Beispiel, es gilt weder ab ist Teilmenge von bc noch bc ist Teilmenge von ab. Also da gibt es ein Beispiel, wo es keine totale Ordnung ist, sondern nur eine teilweise Ordnung. So, dann gibt es noch die verschärfte Relation echt kleine, die haben wir auch, die können wir programmieren, indem wir einfach ein kleiner Zeichen machen. Nur eine kleine Marotte von meinem Informatikprofessor, der hat es anders geschrieben, der hat kleiner oder gleich so geschrieben und echt kleiner hat er so geschrieben mit einem Pünktchen drinne und ich fand das ziemlich komisch, weil das war anders als die Mathematikprofessoren geschrieben hatten. Aber irgendwann ist es mir aufgegangen, das war ja gar nicht so dumm. Und zwar, echt kleiner ist ja eine Spezialisierung von kleiner oder gleich. Also es ist eine weitere Einschränkung. Und wie schreibt man Einschränkung am besten? Indem man was dazu schreibt, nämlich einen Punkt reinmalt. Und eigentlich ist es blöde, wenn man etwas spezialisiert und muss denn dieses Gleichheitszeichen darunter wegradieren. Ne? Also eigentlich ist das so rum besser. Ähnliche Probleme hat man auch bei irgendwelchen Diagrammen für Datenmodelle und ähnliches. Also man findet, unter Umständen finden Sie auch diese Notation mit echt kleiner, mit einem Pünktchen drin irgendwo. So, dann haben wir ganz wichtig natürlich, wir wollen ja rechnen, wir haben die altbekannte Verknüpfung plus und da haben wir die Axiome in der Mathematik. Also wenn wir x plus y, wenn wir die Summe bilden, dann haben wir, also jetzt bin ich schon bei der Multiplikation, dann landen wir auf jeden Fall wieder in einem Element von n. Das heißt, x plus y ist wieder eine natürliche Zahl. Wie sieht es in unseren Maschinen aus? Schon mal als kleinen Vorgriff. Wenn Sie zwei Zahlen addieren, sind Sie sicher, dass Sie immer dann eine Zahl auch wieder rausbekommen? Nee, warum nämlich? Ja, wir können nur eine gewisse Menge da. Ja, und wenn es zu viel ist, dann platzt er, dann gibt es einen Überlauf. Und wenn man Glück hat, gibt es eine entsprechende Fehlermeldung dann. Wenn man Pech hat, dann rechnet er auf merkwürdige Art und Weise weiter und man wundert sich nachher nur über total falsche Ergebnisse, die man nicht erwartet hat. Nicht? Also die Abgeschlossenheit, die haben wir in der Mathematik garantiert, aber auf unseren realen Maschinen ist sie noch lange nicht erfüllt. Auch darunter die Assoziativität, die ist normalerweise bei ganzen Zahlen erfüllt, aber zum Beispiel bei Gleitkommazahlen, das war der ältere Vortrag, da noch lange nicht, weil da gibt es durch Rundungsdifferenzen, gibt es nämlich dann auch merkwürdige Effekte. Aber wir haben Kommutativität, das heißt, ob wir x plus y rechnen oder y plus x, da kommt es auf dasselbe raus. Und diese ganze Struktur, die nennt der Mathematiker eine kommutative Halbgruppe, kommutativ deswegen, weil ja Kommutativität gilt. So, bei der Multiplikation haben wir ähnliche Verhältnisse, da haben wir auch wieder Abgeschlossenheit, Assoziativität und wir haben ein neutrales Element, die 1. Wenn wir mit 1 multiplizieren, dann kriegen wir immer das raus, was da sonst als Operator, also Operand auch noch drin ist. Und Kommutativität haben wir auch. Und das Ding nennt sich dann kommutatives Monoid, weil wir ein neutrales Element, nämlich die 1, haben. Ja, und wenn man beide Verknüpfungen zusammennimmt, Plus und Mal, dann haben wir einen sogenannten kommutativen Halbring. So, ein Problem natürlich jetzt die fehlende Null. Ja, das ist, ich glaube, so in der Geschichte der Menschheit ist die Null eine relativ späte Erfindung. Also die ist noch nicht Hunderttausende von Jahren alt, sondern vielleicht nur ein paar Zehntausend Jahre. Und
Und sogar bis in unsere heutige Zeit haben wir solche merkwürdigen Wirkungen. Das war, früher hatten wir entweder keine Null oder die Leute wollten nicht mit Null beginnen. Und dann, deswegen haben wir dieses, was ja Kinder beim Deutschlernen oder auch in anderen Sprachen merkwürdig finden, wieso sind wir im 21. Jahrhundert, wo doch alle Jahreszahlen mit 20 anfangen? Das passt doch eigentlich nicht. Ne? Wenn wir mit dem 0. Jahrhundert angefangen hätten, dann wäre es viel einfacher und konsistenter. Genau das Gleiche, der Mensch ist gleich im ersten Lebensjahr statt im 0. Ne? Obwohl, wenn man seine Lebenszeit abrundet, wird man ja auf 0 kommen. Ne? Aber da gibt es eine Scheu vor der 0 anscheinend. So, deswegen fügt man auch gerne die 0 hinzu und kriegt dann eine natürliche Zahl mit 0. Die bezeichnet man auch als nicht negative ganze Zahlen. Und wenn man es verdeutlichen will, hängt man so eine kleine 0 auch hinten so wie so ein Index hinten ran, um das zu unterscheiden dann. So, bei den Vergleichsoperationen bleiben die Eigenschaften erhalten. Aber bei der Verknüpfung Addition kriegen wir jetzt ein neutrales Element, und zwar die 0. Das heißt, wir haben hier neu 0 plus x gleich x plus 0 gleich x für jede beliebige Zahl x. Und damit ist jetzt auch n0 mit Plus und der 0 ein kommutatives Monoid, weil wir eine 0 haben, ein neutrales Element haben. So, wie sieht es mit der Mächtigkeit aus? Die beiden Mengen mit und ohne 0 haben komischerweise dieselbe Anzahl Elemente, weil, ob man so sagen, wieso ein 0 hat auch ein Element mehr, das gilt aber nicht, weil der Mathematiker definiert, wenn es zwischen zwei Mengen eine eindeutige oder bijektive Abbildung gibt, dann haben sie die gleiche Anzahl Elemente. Und diese, ich habe sie hier mal angefangen zu notieren, diese Abbildung. Also die 1 wird zur 0, die 2 zu 1 und umgekehrt. Insofern für jede Zahl aus n findet man eine in n0, nämlich auf der anderen Seite und umgekehrt. Deswegen haben die gleiche Mächtigkeit. Ist ein bisschen abstrakt, aber na gut. Aber jetzt haben wir immer noch ein Problem, nämlich uns fehlen noch negative Zahlen. In der Buchhaltung ist es oft üblich, dass man, wenn man storniert, dann tut man nicht in die Sollspalte oder in die Habenspalte eine negative Zahl, sondern meistens auf der anderen Seite macht man dann eine Stornobuchung dann. Ne? Also 7.000 Euro auf der Sollseite und wenn man dagegen bucht, dann 1.000 Euro auf der Habenseite, dann saldiert sich das zu Null dann. Ne? Aber oft ist es auch wirklich praktischer, mit richtigen negativen Werten zu arbeiten. Insofern sollten wir die auch normalerweise haben. So, und die Menge der ganzen Zahlen, die also auch die alle negativen beinhalten, die wir dann mit Z, Z wie Zahl, also hat jetzt mit dem russischen Krieg in der Ukraine nichts zu tun, zum Glück, aber Z wie Zahl wahrscheinlich, ne? Vielleicht, ich weiß es nicht. Gut, und an der Tafel wird es auch gerne mit so einer doppelten Linie dann geschrieben. Und die Eigenschaften bei der Vergleichsoperation kleiner gleich, die bleiben alle erhalten. Aber bei der Addition kriegen wir auch hier, genau wie kriegen wir auch hier ein inverses Element dazu. Das heißt, für alle x aus z, also für jede ganze Zahl, existiert dieses umgekehrte e unten, existiert ein y auch aus der Zahl, sodass x plus y gleich y plus x gleich 0 ist, sodass wir das zu 0 saldieren können. Und das ist dann ein inverses, das ist das Axiom, dass wir haben immer ein inverses Element, nämlich indem wir einfach ein Minuszeichen davor schreiben. Und damit ist z mit Plus und der 0 eine Gruppe und wegen der Kommutativität sogar eine Abelsche Gruppe, nach dem, ich glaube, norwegischen Mathematiker Abel benannt, der allerdings jung gestorben ist, das hat er davon gehabt. So, und die Mächtigkeit ist wieder die gleiche, denn auch wir können auch zwischen n0 und z eine bijektive Abbildung machen. 0 wird zu 0, plus 1 zu minus 1, plus 2 plus 2. Also wir können auf der rechten Seite alle ganzen Zahlen der Reihe nach aufzählen. Und wenn wir es nur weit genug treiben, dann kommen wir an allen vorbei. Und da macht man einen Einfall dazwischen. Das heißt, die Anzahl Elemente ist immer noch dieselbe. Nämlich Aleph 0.
So, dann gibt es noch ein schönes Zitat vom Mathematiker Leopold Kronecker, ich glaube auch schon über 100 Jahre alt. Die ganzen Zahlen hat der liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk. Also die ganzen Zahlen, die findet man sozusagen in der Natur, aber alles, was darüber hinausgeht, so irrationale oder imaginäre Zahlen, das ist denn, also mit Komplexen, das ist denn doch eher Erfindung von uns Menschen. Das sollte man dem lieben Gott nicht unbedingt zu belegen. Aber vielleicht hat er sich das auch ausgedacht, wir wissen es bloß nicht. So, jetzt Problem Endlichkeit des Wertebereichs. Wie vorhin schon mal angedeutet, in realen, also endlichen Maschinen, lassen sich nur endlich viele, endliche ganze Zahlen darstellen. So eine Krücke wäre jetzt, wenn man mit Restklassen A modulo M arbeitet. Ich habe hier mal ein kleines vereinfachtes Beispiel. Nehmen wir mal an, wir hätten irgendwie so einen Taschenrechner, der nur 2 Dezimalstellen hätte, ne? Und wir wollen rechnen 85 plus 90 plus 70. Das ist dann 245 eigentlich. Da wir aber nur 2 Stellen haben, müssen wir gnadenlos vorne die 2 von 200 abschneiden und können nur die 45 speichern. Das heißt, wenn unser sehr bescheidener Taschenrechner 45 anzeigt, dann wissen wir zum Beispiel, wissen wir nicht genau, ist es wirklich 45 oder soll es eigentlich 145 oder 200 oder 345 sein, weil das ist alles mit diesen 2 Ziffern dargestellt. Und ähnliche Verhältnisse haben wir wirklich auch auf Maschinen, wenn die nämlich einfach zyklisch weiterarbeiten, ohne Fehlermeldung. Ja, wenn wir uns damit eigentlich aber nicht zufrieden geben wollen und auch hier nicht mit Restklassen arbeiten wollen, dann ist von den Axiomen oder Gesetzen, die wir uns eben angeguckt hatten, das erste, was sich mit V gekennzeichnet hat, nämlich die Abgeschlossenheit, ist noch nicht mal erfüllt. Das heißt, abgesehen von der vollständigen Ordnung, haben wir eigentlich nichts. Ja? Und dann müssen wir uns wirklich bescheiden mit dem, was uns die Maschinen bieten. Mehr haben wir nicht. So, ist noch ein weiteres Problemchen, Umgehung der Subtraktion. Subtraktion ist das doch, ist egal. Also normalerweise ist in den Maschinen auf jeden Fall, in den alten Maschinen jedenfalls, ein richtiges Hardware-realisiertes Rechenwerk für Addition vorhanden. Aber dann kamen die ganz schlauen Hardware-Entwickler auf die Idee, ein zusätzliches Rechenwerk für Subtraktion, heißt das Subtraktion oder Substraktion? Ich bin jetzt selber gekommen, ist egal. Fürs Minusrechnen einzusparen, indem sie das auf Addition zurückführen. Und das kann man machen mit sogenannten Komplementbildungen. Das zeige ich mal an einem kleinen Beispiel anhand von 5-stelligen Dezimalzahlen. So, und zwar erstmal das 9er Komplement. Nehmen wir mal an, wir wollen von der ganzen Zahl 12.345 die Zahl 4711 subtrahieren. So, dann füllen wir die 4711 erstmal auf 5 Stellen auf, das heißt, wir schreiben eine 0 davor. So, jetzt ermitteln wir das Komplement, indem wir ziffernweise die Differenz zu 9 bilden. Also 9 minus 0 gibt 9. 9 minus 4 gibt 5. 9 minus 7 gibt 2, 9 minus 1 gibt 8 und 9 minus 1 gibt wieder 8. So, und da gibt es keinen Übertrag, das kann man mit einer einfachen Zuordnung, das könnte man aus einer Tabelle ablesen sozusagen, da muss man gar nicht rechnen können. Und jetzt wird dieses Komplement 95288 auf diese Zahl 1, 2, 3, 4, 5 aufaddiert, statt dass sie subtrahiert wird. Jetzt müssen wir noch eine 1 aufaddieren. Und das ergebe eigentlich 107.634, aber der Überlauf vorne, der ist ja erwartet. Und wenn wir den weglassen, dann haben wir das richtige Ergebnis 7.634 und sind mit Addition ausgekommen und brauchten keine extra Ausbildung in Subtraktion zu haben. So, Eigenschaften vom 9er Komplement. Es gibt 2 Nullen, im Beispiel die Plus 0, 0, 0, 0 und die Minus 0, lauter Neunen.
Das heißt, wir haben eine Minus 0, eine Plus 0. Und jetzt ist die Frage, ist denn Minus 0 kleiner als Plus 0? In Wirklichkeit ist es so, dass auf der Maschinenebene, werden dann, das sind alte Maschinen hauptsächlich, denn, und ist auch dann im Dualsystem, da werden dann zwei Nullen unterschieden. Aber wenn man dann programmiert in einer höheren Programmiersprache, dann sieht man den Unterschied nicht. Der wird einem dann verborgen. Ne? So, und der Wertebereich ist symmetrisch. Das heißt, zu jeder Zahl, auch der kleinsten, gibt es ein inverses Element. Ja, wir sehen gleich, das ist nicht selbstverständlich. Und eine kleine Unbequemlichkeit, nach der ersten Addition muss noch eine 1 aufaddiert werden, damit es stimmt. So, und deswegen wurde das 10er-Komplement erfunden. Und das ist heutzutage tatsächlich auf Maschinen, allerdings fürs Dualsystem, wirklich in Betrieb. Das heißt aber den 2er-Komplement und nicht 10er-Komplement, weil wir ja nur zu Illustrationszwecken arbeite ich hier mit dem Dezimalsystem. Genau, wir haben das gleiche Beispiel, 12.345 minus 4.711. Wir füllen wieder auf 5 Stellen auf. So, und wir bilden das Komplement und statt jetzt nachträglich eine 1 aufzuaddieren, addieren wir sie gleich auf das Komplement, sodass wir 95289 haben. Ja? Dieses Komplement wird jetzt auf die 1 12.345 addiert. Dann haben wir wieder mit Überlauf 107.634 und wenn wir vorne die 1 weglassen, haben wir gleich das richtige Ergebnis. Ne? Die Eigenschaften sind jetzt, es gibt nur eine 0. Ne? Aber, und der Wertebereich ist asymmetrisch. Zur kleinsten Zahl gibt es kein inverses Element. Wenn wir das versuchen würden, würden wir einen Überlauf zum Beispiel mit einem Fehler bekommen. Und die separate Aufaddition von der 1 entfällt, da sie ja bereits im Komplement enthalten ist. Spart also auch wieder schon einen rechten Schritt, wenn man die Zahl öfter benutzt. Ja, so, wie sieht wie notiert man so die Ziffern ganz allgemein? Also wie man die Ziffern, ob es nun Dezimalziffern sind oder Dualziffern, nummeriert, von links nach rechts, mit 0 beginnend, mit 1 beginnend, das ist alles willkürlich. Das weiß die ganze Zahl in der Maschine auch gar nicht, wie wir an der Tafel oder auf der Folie die Stellen durchnummerieren. Das ist ja nur künstlich für uns, um uns zu orientieren. Das ist ungefähr so, wie wenn ich hier eine Maus einstöpsle. Die Maus, die wird nie erfahren, ob ich sie auf der linken oder auf der rechten Seite vom Notebook habe. Ne? Da hat sie keine Sicht drauf. So, dann eine wichtige Sache, ich weiß nicht, ob der Begriff schon mal untergekommen ist. Es gibt Big Endian und Little Endian. Das ist, wenn Sie, also normalerweise ist ja eine ganze Zahl etwas größer, vielleicht so über 10.000. Und dann braucht man für die Darstellung, in der Binärdarstellung, mehr als ein Byte. Dann braucht man 2 Bytes zum Beispiel. Für noch größere Zahlen dann auch mal 4 Bytes, ist auch üblich. Und dann ist die Frage, in welcher Reihenfolge sind die Bytes angeordnet? So, eigentlich ist das auch willkürlich und vollkommen Schnuppe, aber es gibt Fälle, wo man das sieht, wie sie angeordnet sind. Also zum Beispiel, wenn Sie sagen, ich möchte gerne mal für Fehlersuche, möchte ich mir mal den Inhalt hexadezimal ausgeben oder oktal, dann sehen Sie auf einmal, wie das abgespeichert ist. Ne? Oder wenn Sie eine Speicherüberlagerung machen, die war in Fortran sehr beliebt, oder in Pascal kann man es auch machen, wenn man da Rekordvarianten macht, und dann hat man für die eine Variante hat man da eine Integer-Variable und für die andere hat man einen Textstring zum Beispiel. Und dann kann man schmutzige Sachen damit machen. Geht aber nur dann, wenn der Compiler ein schlauer Compiler ist, der für beide Varianten denselben Speicherplatz nutzt. Das muss er nämlich gar nicht. Ja, das machen zwar die meisten, aber da gibt es keinerlei Garantie dafür, dass das überhaupt funktioniert. Genau, also früher war es so, da war Big Endian, also die Signifikantesten kamen zuerst, waren zuerst dran, aber heutzutage arbeiten die Maschinen meistens mit Little Endian. Das liegt daran, wenn man zwei Zahlen addiert,
auch im Dezimalsystem, wir fangen ja nicht mit den größten, mit den signifikantesten Ziffern an, sondern wir fangen an mit der niedrigsten Position. Und dann gibt es einen Übertrag vielleicht und den muss man nur noch dazu addieren. Das heißt, wir arbeiten letzten Endes von hinten nach vorne. Ne? Und um dem Rechnung zu tragen, arbeiten die Maschinen heutzutage mit Little-Endchen meistens, damit es ein bisschen effizienter ist bei der Berechnung. So, wie können wir jetzt überhaupt in der Maschine negative Zahlen darstellen? Da gibt es erstmal ganz banal, wie im Alltag, eine separate Speicherung von Vorzeichen und Betrag. Das gibt es tatsächlich. Dann gibt es das Endkomplement. Das war vorhin im Dezimalsystem, war das Zehnerkomplement, das wo die 1 schon rauf addiert war. Und das N-1-Komplement, das war das 9er-Komplement. Dual ist es natürlich dann entsprechend 2er-Komplement und 1er-Komplement. Kann man für beliebige, die Begriffe kann man für Zahlen beliebiger Basen benutzen. Und dann gibt es noch was ganz Komisches, die sogenannte Charakteristik. Das ist die Speicherung mit einem Offset, der dafür sorgt, dass wir überhaupt nur, dass wir mit 0 anfangen. Kennen Sie da ein Beispiel aus den Naturwissenschaften, wo man mit 0 anfängt? Temperatur. Richtig, genau. Früher da die Kelvin-Skala, die war nicht bekannt. Aber eigentlich, wenn man konsequent mit der Kelvin-Skala arbeitet, die ja, ich habe jetzt, gehen wir mal davon, tun wir mal so, als wenn es eine ganze Zahl wäre. In Wirklichkeit gibt es nur Nachkommastellen. Aber wenn man, da fängt man auf ganz natürliche und auf naturwissenschaftlich begründet, fängt man da mit 0 an. Und dann kommt man überhaupt nicht in die Verlegenheit, sich zu überlegen, wie stelle ich denn eine negative Temperatur dar? Weil sie ist nie negativ, die Kelvin-Temperatur. Ne? Aber wir werden gleich noch ein Beispiel sehen, wo es auch auf dem Rechner so gearbeitet wird. So, was passiert bei Über- oder Unterlauf? Da gibt es einmal die Möglichkeit, dass die Hardware, also das Rechenwerk in der Maschine, dass das von vornherein dann einen Fehler signalisiert. Das gibt dann einen Interrupt, der erzeugt da eine Ausnahme und die kann man dann mit einer Ausnahmebehandlung eventuell abfangen. Aber die zweite Möglichkeit ist, dass es durch die Hardware überhaupt gar keine Fehlersignalisierung gibt, dass dann modulo weitergearbeitet wird. Aber zum Glück ist es oft so, dass unsere Programmiersprachen, die wir haben, dass die dafür sorgen, dass auf Überlauf oder Unterlauf geprüft wird. Das können die nämlich auch. Die sind gar nicht darauf angewiesen, dass sie vom Rechenwerk ein entsprechendes Signal kriegen. Das können die auch selber machen. Und dann bekommt man auf diese Weise eine Fehlersituation. Und es ist eigentlich besser, das Programm im schlimmsten Fall bricht brutal ab mit einer Fehlermeldung, als dass es mit falschen Werten weiterrechnet, auf deren Grundlage dann falsche Managemententscheidungen getroffen werden und die Firma geht in die Pleite. Dann, ne? Etwas dramatisiert ausgedrückt. Ja, in den Maschinen, was wird meistens angeboten? Die meisten Maschinen, die bieten von vornherein Integer, wo immer ein Vorzeichen vorgesehen ist. Es gibt auch Varianten, wo man auch mit natürlichen Zahlen mit 0 arbeiten kann, wo man dann also auch den Wert, wo der Wertebereich auch ein bisschen vom Betrag her ein bisschen größer wird dann. Ne? Aber normalerweise ist die Standarddarstellung, man hat ganze Zahlen, also die Teilmenge der ganzen Zahlen, also negative und positive. Aber zum Glück auch manche Programmiersprachen erlauben effektive Einschränkungen der Wertebereiche, denn wir wollen die Freiheit ja gar nicht haben. Also wenn in irgendeiner Variablen die Nummer eines Monats drinstehen soll, ja, dann möchten wir eigentlich nicht haben, dass da aus irgendeinem Grunde mal eine 10.000 reinkommt. Das ist dann in jedem Falle Murks. Ne? Insofern ist da eine Selbstbeschränkung schon immer sehr gut, wenn man die ausdrücken kann. Ja, nochmal zur Basis 10, weil wir 10 Finger haben. Ansonsten ist es eigentlich willkürlich. Aber eine richtige Dezimalarithmetik, die gab es auf den uralten Maschinen von IBM zum Beispiel schon, die ja zum Beispiel hauptsächlich auch für kaufmännische Datenverarbeitung vorgesehen waren. Da war es wichtig,
dass man sehr genau, ohne Rundungsverluste und Ähnliches, dass man da mit Geldbeträgen zum Beispiel arbeiten konnte. Dass die Buchführung pfenniggenau früher stimmte. Heutzutage centgenau natürlich. Ne? Und die hatten dann auch wirklich Rechenwerke, die direkt auch mit Dezimalzahlen arbeiten konnten. Dafür waren denn die Rechnungen etwas aufwendig, aber die Umwandlung von der internen Darstellung in der Maschine zur externen Darstellung für einen Drucker zum Beispiel, die war sehr leicht, weil da standen praktisch die Ziffern schon mundgerecht, die standen da ja und brauchten nur mit wenig Modifikation dann auf den Drucker geschickt oder auf den Bildschirm geschickt zu werden. Ja? Und da war Komplementdarstellung auch unüblich. Ich weiß nicht, ob es jemals realisiert wurde, aber da wurde das Vorzeichen einfach separat gespeichert. Und die Rechnerei war ja sowieso etwas komplizierter, da kam es dann auch nicht mehr drauf an, dass denn da mit negativen Werten es vielleicht ein bisschen aufwendiger war. Vorzeichen waren nicht eindeutig. Das lag daran, dass denn so typischerweise in einem Halbbyte, also in 4 Bit, gab es denn Codierungen für Minus und für Plus. Ja? Und in 4 Bit, 2, 4, 8, 16, da gibt es denn 16 Möglichkeiten, wo man hier nur 2 bräuchte. Aber da haben sich dann die Leute ausgetobt und haben dann verschiedene Bit-Kombinationen für Minus und für Plus vorgesehen. Ne? Gut, ich glaube 4, 5 Stück, also eigentlich überflüssig letztendlich. Aber so waren sie nun mal. So, dann haben wir da zwei unterschiedlich datensparsame Darstellungen. Einmal EBCDIC, also ein Wortungetüm, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Da hat jede Dezimalziffer ein ganzes Byte, also 8 Bit. Ne? Und davon wird aber immer nur ein Halbbyte für die eigentliche Ziffer genutzt. Das andere Halbbyte ist auf Unix-Maschinen, neuerdings ist konstant auf 3. Bei alten IBM-Maschinen war es auf F, hexadezimal F, also alle Bits auf 1 sozusagen. Ne? Die 3 war dann also 1111, hexadezimal F, und dann 0011, also 2 plus 1. Ne? Gut. Aber Vorsicht jetzt vor Hieroglyphen. Manchmal denken Leute, Augenblick mal, diese interne Darstellung, die kann ich ja ohne Aufbereitung direkt auf den Drucker geben oder auf den Bildschirm. Das funktioniert normalerweise auch ganz gut. Aber wehe, da ist was Negatives drin. Dann ist nämlich auf einmal, ist dann hier zum Beispiel, also für 4711, das ist jetzt Unix, ne? Auf einer Unix-Kiste. 3,4 steht für die 4. 3,7 für die 7, 3,1 steht für die 1, aber die letzte 1, die hat Huckepack das Minuszeichen. Deswegen steht da dann 7,1 statt 3,1. Und wenn man das dann so unformatiert ausgibt, dann kriegt man 4,7,1Q abgeliefert. Und, ne, also wenn man das ordentlich machen will, dann macht man eine vernünftige Aufbereitung, bei der auch ein richtiges Minuszeichen bei einer Zahl dann dazu kommt. Sonst gibt es Morgs. Und wenn man Pech hat, ist es nicht so ein schönes Q, sondern dann gibt es irgendein Hieroglyphenzeichen, was sogar auf dem Bildschirm Ärger machen kann, dann, wenn man Pech hat. Ja? Gut, dann gibt es noch die sparsamere Form, BCD, Binary Coded Decimal. Da teilen sich jeweils 2 Dezimalziffern ein Byte. Und auch da gibt es aber gegebenenfalls ein halbes Byte wieder für ein Vorzeichen. Das heißt, wenn man eine Stelle hat, braucht man ein Byte, weil nämlich diese eine Stelle hat ein halbes Byte und das Vorzeichen hat auch ein halbes Byte. Wenn man 2 Stellen hat, braucht man schon wieder 2 Byte, weil dann hat man ein Byte für die beiden, also für die Ziffern und das Vorzeichen. Bräuchte man eigentlich nur 3 halbe Byte, aber die müssen aufgerundet werden zu 2 Ganzen. Halbe Bytes bekommen wir in der Maschine nicht. Und generell, die heutigen Maschinen sind so schnell geworden, also ich glaube, es gibt kaum noch Maschinen, wo man für Dezimalarithmetik ein richtiges Rechenwerk hat, ein spezialisiertes. Das kann man heutzutage alles mit Software nachbilden. Ne? Die Zeiten sind vorbei, wo man da hochspezialisierte Hardware für brauchte. Ja, genau, schon mal erwähnt, Dezimalarithmetik ist relativ aufwendig und zur Laufzeit uneffizient, aber auch das spielt bei den heutigen Maschinen keine Rolle mehr.
So, aber wenn man wirklich sehr schnell arbeiten will, bei naturwissenschaftlichen Anwendungen zum Beispiel, dann sucht man doch eine effizientere Darstellung, und zwar eine andere Basis statt der 10. So, jetzt kann man sich mit Informationstheorie und dem Begriff der Entropie beschäftigen, und die optimale Basis eines Zahlensystems wäre eigentlich die Eulersche Zahl E, das ist 2,71828128 und so weiter. Die Sache hat bloß einen Haken. Wir können an der Stelle keine Nachkommastellen gebrauchen. Ne? Wir können als Basis im täglichen Leben funktioniert das nicht gut. Jetzt kann man auf die Idee kommen, da liegt die 3 aber doch dicht dran. Ne? Das würden wir also mit den Ziffern 0, 1, 2 zum Beispiel arbeiten. Aber 2 verschiedene Zustände sind technisch viel leichter zu realisieren als 3. Zum Beispiel Schalter ein, Schalter aus, ne? Flipflop im einen Zustand, im anderen Zustand und so weiter. Da gibt es in der Natur zahlreiche Beispiele. Und dann hat man sich doch leichten Herzens, hat man sich dann für das Zweiersystem, also das Dualsystem entschieden. Ja, und wie schon erwähnt, früher hatte man meistens mit dem Einer-Komplement mit Big Endian gearbeitet und heutzutage üblich bei ganzen Zahlen, dass man duale Darstellung hat im Zweierkomplement und mit Little Endian. Und diese duale Zahlendarstellung ist keine brandneue Erfindung. Schon der Mathematiker Leibniz hat im 17. Jahrhundert, vor etlichen 100 Jahren, hat er einen Artikel geschrieben, gab Artikel Herrn von Leibniz Rechnung mit 0 und 1. Und ich habe auch noch mal in der Wikipedia gestöbert, da wie ein früherer Kollege von mir, selber Mathematiker, der sagte bei allen passenden Gelegenheiten, ja, und wenn man genau genommen, haben es die alten Babylonier schon gewusst. Ne? Also das Ganze ist meistens älter, als man denkt. Es sind keine supertechnischen Erfindungen der Neuzeit. So, jetzt das die sogenannte Charakteristik. Ist ein merkwürdiger Begriff. Der ist mir untergekommen bei Gleitkommazahlen bei der Firma IBM. Für eine Gleitkommazahl braucht man ja sowas wie einen Exponenten und dann eine Zahl, mit dem der exponentiert werden soll. Und der Exponent ist ja wieder eine ganze Zahl. Also typischerweise, das war minus 128 bis plus 127 war das, glaube ich. Hier 8, 16, 2, oder, ja, sei es mal drum. So, und die wollten da auch keine negativen Zahlen irgendwie haben und haben dann einfach so gesagt, Augenblick mal, wenn wir eine 0 eintragen in der Speicherzelle, das ist dann, das gilt, heißt dann minus 128. Eine 1 heißt minus 127 und so weiter. Ne? Und 255 heißt dann 127. Ja. Und dann irgendwann mal hatte ich gedacht, das kam mir so mysteriös vor. Und dann habe ich mal gegenübergestellt Charakteristik zum Zweierkomplement. Also ich habe es mal hier nur für 3 Stellen nur gemacht. Also hier in der Spalte haben wir die jeweilige Dezimalzahl von minus 4 bis plus 3. Die Charakteristik ist dann 000, 001 und so weiter. Und das Zweierkomplement ist dann 1, 0, 0, 1, 0, 1 und so weiter. Und was sehen wir? Wie unterscheiden sich Charakteristik und Zweierkomplement? Nur durch die erste Ziffer. Das heißt, im Prinzip ist die Charakteristik nichts anderes als ein verkapptes Zweierkomplement. Und ich dachte am Anfang, oh, eine tolle Erfindung, die Sie da gemacht haben. Ne? Ja, aber eigentlich was ganz Primitives. Wahrscheinlich hätten Sie genauso gut auch ein richtiges Zweierkomplement nehmen können. Notfalls bei jedem Rechenschritt aus der 0 eine 1 machen und umgekehrt. Ne? Wäre auch nicht weiter schlimm gewesen. Also es gibt da weniger in der Welt, als man zunächst mal denkt. So, Wertebereiche und Portabilität. Wie sind so typischerweise die Speicherzellen, wie lang sind die für ganze Zahlen? Also es gab sehr, sehr schöne holländische Maschinen von diesen Elektrologika, die hatten wir an der Uni auch, waren glaube ich noch bis in die 70er Jahre in Betrieb, inzwischen schon längst, teilweise im Museum, nicht alle verschrottet. Da hatte die Elektrologika X1 hatte eine Wortlänge von 27 Bit, also ganz krumm. Ne? Aber warum nicht?
Und sie arbeitete natürlich mit einer Komplement, ne? Wo man immer noch eine 1 drauf addieren musste. Und Big Endian und Little Endian war gar keine Diskussion, weil es war ja eine komplette Zelle mit 27 Bit, die wurde ja nicht in Bytes noch zerlegt, ne? Ja, dann auch schon leider längst den Weg an den Irdischen gegangen, auch eine sehr gute Maschine an der Uni von Digital Equipment PDP-10, die hatte eine Speicherlänge von 36 Bit, ja, mehr als IBM mit 32, ne? Wahrscheinlich waren sie stolz drauf, ein bisschen mehr Wertebereich bieten zu können. Und typischerweise bei IBM gab es dann so 16 und 32 Bit, bei den verschiedensten Modellen, die berühmte 360er-Serie, 370er-Serie und so weiter. Und heutzutage ist aber üblich, dass man Vielfache von 8 Bit hat, also ganze Bytes hat. Das können auch weit mehr als 4 Stück sein, das können auch 8 sein oder 16, kommt auf die Maschine an. So, aber jetzt Vorsicht geboten. Wenn man ein Programm oder Programmbaustein entwickelt hat auf einem System mit einem großen Wertebereich für ganze Zahlen, zum Beispiel 36 Bit, als Beispiel mal, ne? Und es hat aber alles wunderbar getestet, läuft alles gut. Und man portiert, also überträgt es dann auf ein Zielsystem mit einem kleineren Wertebereich, dann kann es böse Überraschungen geben. Im schlimmsten Fall, wie gesagt, dann rechnet er modulo weiter und man merkt noch nicht mal, dass es Überläufe gegeben hat. Und man wundert sich nur, dass die Ergebnisse überhaupt nicht mehr stimmen wollen. Wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, sind die Ergebnisse nur so wenig falsch, dass sie immer noch plausibel sind. Das sind die allerfiesesten, ne? So, noch ein paar Besonderheiten. In manchen Umgebungen werden gewisse Integer-Variablen nicht materialisiert. Habe ich selber erlebt. Dann werden, das habe ich mit Fortran 4 erlebt. Dann werden nämlich Integer-Variablen, die dann gern als Schleifenzähler benutzt werden oder um Reihungen, also Arrays zu adressieren, die werden dann gar nicht, die haben zwar ihren Platz im Hauptspeicher, aber die werden hauptsächlich im Register geführt. Und der Hauptspeicherplatz wird gar nicht immer abgedatet. Das heißt, da steht nicht immer der aktuelle Wert drin. Und wenn man dann versucht, mit dem Debugger, also mit dem Fehlersuchprogramm, sich Inhalte anzuzeigen, dann wundert man sich, auf was für komische Werte die stehen. Man sieht ja nicht, dass im Register die aktuellen Werte drin stehen. Also ich hoffe, dass es sowas heutzutage nicht mehr gibt. Aber im Prinzip muss man mit allen möglichen Merkwürdigkeiten rechnen. Achso, das ist die Besonderheit noch drin. Ja, jetzt noch ein bisschen zu Sprachen im weitesten Sinne. Die allerprimitivste Programmiersprache in Anführungsstrichen ist einfach eine Konsole, wie man sie früher hatte an den Maschinen. Da hatte man viele Schalter, Kippschalter, Knöpfe, ganz viele Lämpchen, die da munter geblinkt haben. Und ich selber habe mal an einem Rechner gearbeitet, wo ich selber mit Hilfe von Schaltern die Inhalte von Integer-Variablen, in dem Falle waren es Startadressen, eingetippt habe, ne? Bit für Bit. Ne? Zum Glück war das nur die Startadresse für das Betriebssystem. Im laufenden Betrieb möchte man nicht dauernd mit Kippschaltern irgendwelche Zahlen eintippen. Ne? So, dann kam die nächste Verbesserung, Konsolemulator hießen die tatsächlich teilweise. Unsere PDP-11 am Institut für Weltwirtschaft, die hatte nur noch eine praktische Art Fernschreiber und die hatte keine Schalter und Lämpchen mehr an der Maschine, sondern da hat man dann so eine Art Fernschreiber gehabt, da konnte man mehr oder weniger primitive Kommandos eingeben und damit dann meinetwegen das System starten. Und was ist, haben Sie bestimmt auch schon mal gesehen, es gibt so Kommandointerpretierer, nennt man in der Unix-Welt auch gerne Shell. Da gibt es also die Born Shell, die Bash, die Born Again Shell, Corn Shell und C Shell. Einen ganzen Sack voll gibt es da. So, eine kleine Warnung ist mir selber passiert. Ich habe mal ein schönes Shell-Skript geschrieben und da waren Dezimalzahlen drin. Ne? Manche waren länger, manche waren kürzer. Was denn? Ich habe doch noch 9 Minuten. 15 Uhr kommt der nächste Vortrag. Ich bin fertig um 15 Uhr. Ja, ich habe auch nur noch 6 Folien. So, also, da wollte ich denn das schön machen und habe die Zahlen auf die gleiche Länge aufgefüllt, nämlich indem ich vorne eine 0 vorangestellt habe und es nur 2 Stellen waren, dann hatte ich konstant 3 Stellen.
Und ich dachte, der spielt ja total verrückt, was macht der bloß? Irgendwann mal fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Das war eine Shell, da haben was ganz Schlaues gemacht. Eine führende Null wurde da interpretiert, dass das ganze, der ganze Inhalt oktal ist und nicht dezimal. Ja, also da fällt man vom Glauben ab. Aber das ist längst nicht bei allen Shells so, aber ich habe eine erlebt, bei der es so war. Also wenn Sie merkwürdige Sachen erleben, zweifeln Sie nicht gleich an sich selbst, zweifeln Sie auch unter Umständen an der Maschine, die merkwürdige Sachen macht. So, dann gibt es Kommandosprachen für Dialog- und Stapelbetrieb, beim Großrechner IBM zum Beispiel die Sprache Yes, Yes2, Yes3 und so weiter. Dann eben bei mittelgroßen und kleinen Rechnern gibt es Shell, die kann man auch für Batchbetrieb nehmen. Da kann man ein Skript schreiben, was dann automatisch abläuft, ohne dass man da noch groß eingreifen muss. Dann gibt es noch Zwischendinge auf dem Weg zu einer richtigen Programmiersprache. Perl, das ist so, die sowieso als, sowohl als Kommandosprache als auch als richtige Programmiersprache geeignet. Sollte nicht mit der Prozessrechnersprache Perl verwechselt werden. Aber sie ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also sie ist nicht für nicht jedermanns Sache. Ne? So, dann bei den richtigen Programmiersprachen, da ist es so, wenn man Variablen hat, vom Typ Integer, also für ganze Zahlen. Wie sieht es da mit der Deklaration oder Vereinbarung aus? In fast allen Sprachen muss man diese Variablen, diese Speicherplätze ausdrücklich vereinbaren, also deklarieren. Aber nicht bei Fortran. Da gibt es dann diese Regelung, wenn der erste Buchstabe von dem Bezeichner, von dem Namen, von I bis N geht, dann nimmt der standardmäßig Integer mal 4, also ganze Zahlen mit 4 Byte Länge. Und alle anderen sind dann real mal 4, also Gleitkomma. Nicht? Und da kann es leicht passieren, man vergisst eine Variable zu deklarieren und macht es dann automatisch, aber der Typ, der passt einem überhaupt nicht nachher. Aber das merkt man erst dann, wenn die Ergebnisse wieder krumm und schief sind. Gut, dann wie gibt man Wertebereich an? Im schlimmsten Fall hat man gar keine Möglichkeit, einen Wertebereich einzugeben. Da hat man einen Typ Int oder Integer und man muss das nehmen, was man kriegt auf der Maschine. Das ist auf der einen Maschine was Längeres, auf der anderen Maschine was Kürzeres. Das gibt das wie ein Überraschungsei dann in gewisser Weise. Ne? So, in Fortran, da konnte man immerhin sagen Integer mal 2 und Integer mal 4. Und wusste, das ist denn die Länge in Bytes zu 8 Bit und konnte dann ausrechnen, wie groß der Wertebereich war dann. Ne? So, bei PL1 gab es dann entsprechend Binary Fix 15 oder Binary Fix 31. Das waren die Nettolängen, also mit Vorzeichen Bit kommt man dann auch auf 16 und 32, also auch auf 2 Byte und 4 Byte, wie bei Fortran auch. Aber, das sind nur zwei Beispiele, ich habe mal eine ziemlich dumme Anmerkung gelesen. Man soll nur Binary Fix 15 und Binary Fix 31 nehmen, weil es gibt ja sowieso nichts anderes. Kokolores. Erstens, wenn man eine ganz kleine Zahl hat, die nur bis 8 geht, ne? 1, 2, 4, 8, dann sollte man ruhig schreiben Binary Fix 8, um damit wenigstens einem anderen Kollegen auszudrücken, das soll eine ganz kleine Zahl sein. Und weiterhin, wenn man zufällig an eine Maschine kommt, die auch kleine Integers zulässt, dann hat der Compiler die Möglichkeit, auch einen ganz kleinen Datentyp dafür zu nehmen in der Maschine und ist nicht gezwungen, einen größeren zu nehmen. In der Programmiersprache Ada ist das wirklich ultimativ gelöst. Da kann man zum Beispiel sagen, explizit Subtype Monat ist Integer Range 1 bis 12. Und sobald man versucht, in eine Variable von diesem Typ etwas Größeres, also außerhalb des Bereichs reinzutun, gibt es sofort was auf die Finger. Und damit hat man sogar schon einen bei Array-Zugriff einen Index-Check und nicht erst einen Array-Bound-Check. Sie wissen, Array-Bound-Check, fehlender Array-Bound-Check ist die Hauptursache für eine der größten Internetsicherheitslücken, nämlich ausgebeutete, ausgebeutete Pufferüberläufe, ja, weil die Leute keinen Array-Bound-Check selbst programmiert hatten oder keine Programmierumgebung benutzt hatten, die den automatisch einbaut. So, ganz kurz nur zur Byteverarbeitung. Zusammenhang zwischen Zahlen und Byteverarbeitung ist einfach, jedes Zeichen hat einen ganzzahligen Symbolwert, also in dem Fall auch ohne Vorzeichen normalerweise.
Und heutzutage ist es so, ein Byte mit 8 Bit kann gemäß etlichen traditionellen Codes wie ASCII und so weiter ein Zeichen oder ein Teil einer ganzen Zahl aufnehmen. Teilweise gibt es aber, es gibt auch Darstellungen mit mehr als einem Byte, die einfach mit einem Byte nicht auskommen, weil inzwischen der Zeichenvorrat größer ist. So, auf historischen Maschinen, ja, ich glaube noch eine Minute brauche ich noch, zum Beispiel Digital Equipment mit Speicherzellen zu je 36 Bit, da konnte der Programmierer die Bytelänge frei wählen, zum Beispiel standardmäßig 7. Das gab dann 5 mal 7, 35, ein Bit blieb übrig. Schade drum, aber war nicht schlimm. Für IBM-Magnetbänder Bytelänge 8, das gab dann 4 mal 8 gleich 32, das gab einen Verschnitt von 4 Bit. So, wenn man nur einen Kleinzeichenvorrat hatte, dann hat man auch gerne 6-Bit genommen. Also mit 6-Bit kann man auch sämtliche Großbuchstaben und Ziffern und viele Sonderzeichen darstellen. Und dann gab es Spezialanwendungen, da brauchte man noch für Signalisierungszwecke zwei Reserve-Bits. Und da hat man sich dann den Radix50-Code ausgedacht. Da hat man dann der String ist dann eine gewichtete Summe zur Basis 50. Da muss man richtig rechnen, um das zu kriegen. Und da hat man dann, skurrilerweise, hat man dann Bytes der Länge 5 2/3. Da geht die Bytegrenzen gehen so mitten durch die Bits durch, sozusagen. Ne? Ja, gut, das ist es schon. Wir haben gesehen, dass das scheinbar banale Thema doch ein paar Besonderheiten hat, die aber auch in Extremfällen zu Schwierigkeiten führen. Ich habe teilweise darauf hingewiesen. Und ja, die letzten 2 Minuten, die können wir für Fragen und Antworten verwenden. Nein, das können wir nicht. Gut. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit.